Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Spezial bei BXTV, und zwar ein Investment-Update mit Martin Raab, Vermögensverwalter hier in Zürich, zu Gast bei uns im Studio. Herzlichen Dank fürs Kommen, und ja, jetzt haben wir ein bisschen die Nervosität an den Märkten aufgrund des Coronavirus. Martin, wie ist denn da deine Einschätzung zur aktuellen Lage? Ja, Georg, vielen Dank. Eben der Coronavirus, der hält den Markt spontanerweise seit einigen Tagen am Kochen. Situation, die sich jetzt darstellt, ist natürlich sehr spannend für alle, die investiert sind oder die investieren möchten. Wir haben kurz abgetragen, momentan eben rund, es steigt selbstverständlich, 500 am Tag allein in China, die sich tendenziell damit neu infizieren. 82.000 Infizierte, 2.800 leider Todesfälle, allerdings auch Gesundete. Will heißen, momentan ist die Lage relativ unübersichtlich, aber eine sogenannte Pandemie heißt, es breitet sich über weite Flächen hinweg auch aus. In Echtzeit beispielsweise die New York Times trackt sehr gut, wie die Situation aussieht. Die Gesamtsituation hat jetzt eben, wie du schon richtig erwähnt hast, auch den Markt erwischt. Ja. Bedeutet, globalen Aktienmärkte sind extrem seit eben den letzten Tagen beeinträchtigt. S&P beispielsweise minus 7%, SMI auch minus 7% in kürzester Zeit. Kurioserweise beispielsweise der chinesische CSI 300 Festland-Aktien am Steigen. Ist es schon ausgeheilt? Sind die Anleger dort lokal schon über den Berg? Man weiß es nicht. Auch hier gibt es Möglichkeiten, auf der Indexbasis mit ETFs bereits sich schon zu positionieren. Interessant, ja. Okay. Großer Verlierer aktuell eben natürlich mit fast 11% von den 2012er Hochs, die Nasdaq. Tech-Werte, gut, sehr hoch bewertet, aber jetzt auch diese Nervosität kam sehr, sehr stark eben im dezidierten Tech-Index zum Tragen. Allerdings auch auf der anderen Seite mit Blickwinkel Positionierung für mögliche Rebounds. Gehebelt auf den deutschen Aktienindex, Deutschland ja traditionell sehr exportorientiert, gerade China zwar 5-6% am Ausfuhr BIP beteiligt, aber doch ein signifikanter Effekt, auch Zuliefererketten, gehebelte Wetten auf den DAX nach oben, sogenannte Left DAX, 20% innerhalb der letzten Tage verloren, würde heißen, hier geben sich schon erste Möglichkeiten, auch auf einen Wiederaufschwung zu setzen. Und zu den allgemeinen von dir gerade angesprochenen Themen, selbstverständlich Rohstoffe, ganz richtig, klar ja, betroffen. Genau, ganz klar. Man sieht sehr schön am Rohölpreis, ne, der hat auch ziemlich gelitten. Natürlich auf der einen Seite ein Konjunkturindikator natürlich. Und hier sieht man ganz klar, wie die Märkte gerade ticken, was man da eventuell einpreist in die Zukunft. Und das ist schon sehr viel, was wir hier sehen. Korrekt, also eben Brent Crude, also auch WTI, also die US-Ölsorte, so um 50er Levels, gut für die Wirtschaft. Andererseits natürlich auch problematisch für Producer-Länder, die budgetieren vielleicht mit etwas anderen Summen. Auch interessant in der Durchsicht, Derivatmarkt, momentan sehr große, natürlich jetzt in den letzten Tagen Ausbruch nach oben. Viele Personen, Investoren aller Couleur, die Puts kaufen, die eben auf Absicherungstendenzen setzen. Auf der anderen Seite auch alle Personen, die mit Derivaten arbeiten, der VIX als Abbildung der Volatilität nahezu explodiert, heute jetzt wahrscheinlich noch ein Stück weit höher, heißt also im Derivat- und Optionsmarkt auch sehr viel Musik, sehr viel Fantasie und auch Möglichkeiten. Ja, richtig, ja. Also ja, man sieht sehr schön den richtig kräftigen Ausschlag, und das, wie du schon gesagt hast, es ist natürlich viel Nervosität da, und natürlich muss man da auch erhöht aufmerksam sein dann natürlich, aber wiederum, man hat natürlich auch erhöhte Chancen, und das ist ja dann das, was sich im Langfristvergleich immer eigentlich, sage ich mal, als recht clever erweist, wenn man dann schon auch in diesen nervösen Phasen am Markt ist und sich mal anschaut, okay, wo ist jetzt vielleicht ein bisschen Übertreibung, oder na, wo könnte man schon, obwohl es noch vielleicht riskant erscheint, aber wo wäre es denn vielleicht doch clever einzusteigen oder auch mal ja, einen Blick wert, und hast du da besondere Sektoren, wo du jetzt sagen würdest, da lohnt sich trotz aller Nervosität mal ein Blick.
Absolut, also eben ein Sektor, der natürlich stark gelitten hat, weil es sehr maßgeblich exponiert ist zu dem Thema, ist Airlines beispielsweise, buchstäblich im Sturzflug. Bei Airlines kann gesagt werden, dass natürlich sich empfiehlt, Perlensuche zu machen. Im Sektor sehr starke eben Verluste, insbesondere jetzt die letzten Tage, wenn man sich es anschaut, signifikante Verluste. Wer risikobewusst ist, kann, du hast gerade vorher gesagt, auf lang- bis mittelfristige Basis hier sich jetzt langsam aber sicher eine Shortlist machen von Titeln, die interessant sind. Beispielsweise, je nach Anleger und auch Risikoprofil, könnte eine Lufthansa interessant sein. Lufthansa Group, die ja sehr viele Marken unter ihrem Dach vereinigt. Mhm. Interessant von der Fundamentalbewertung, eine der günstigsten bewerteten Aktien mit eben rund 4 Kurs-Gewinn-Verhältnis. Mhm. Noch eine sehr solide, stabile Rendite. Interessant bei der Lufthansa Group ist eben das Exposure auf Asien ist ein Stück weit begrenzt. Selbstverständlich ist es exponiert. Es hat auch starke Kursverluste gegeben. 21% verloren. Aber in Summe, gerade mittellangfristig natürlich ein sehr, sehr interessanter Wert, um da direktional auch beim Aufschwung wieder mit dabei zu sein. Ein anderes interessantes Unternehmen aus der Airline-Branche ist die Delta Airlines. Großer nationaler Carrier in den USA, haben eben nur 6,4% Exposure in Asien-Pazifik rein, 18% seit dem Hochsitz im 2020 gelitten. Interessant fundamental, 7er KGV, eben noch aktuell 3,2 Dividendenrendite, möglicherweise auch für risikoorientierte Anleger ein sehr interessanter Pick. Mhm. Also hat auch sehr, sehr viel verloren, obwohl ein geringeres Asien-Exposure. Genau. Ja, okay. Was nicht heißt, wenn Corona am Times Square ausbricht, dass es hier natürlich weitere Verluste gibt. Wir schauen mal. Das ist klar, aber da steckt man nicht drin. Ja. Genau. Das ist klar, ja. Mhm. Dann natürlich aus Kurssicht noch die Lufthansa sehr stark nach oben gegangen, Delta eher seitwärts, also will heißen, beide wären auch als Duett in einem Portfolio ein ausgleichendes Interesse sozusagen. Eine Lufthansa, die wahrscheinlich wieder stärker nach oben gehen könnte. Mhm. Eine Delta, die eher beständiger ein Stück weit auf die Seite geht. Mhm. Genau. Okay. Dann natürlich ein großes Thema Luxusgüter. China ist ein massiver Nachfrage für Luxusgüter. Im Jahr 2000 war 1% der globalen Luxusgüternachfrage aus China getrieben. Heute ist es ungefähr ein Drittel, je nach Messart und je nach Institut, das Research betreibt. Hier Richemont, Swatch etc. Genau, unsere klassischen Titel, die wir... Louis Vuitton, Kering, Estée Lauder, whatever, alles sehr stark gelitten. Hochinteressant, Swatch Group, starkes Exposure natürlich mit eigenen Marken, eben beispielsweise Omega, aber auch Uhrmacher der Uhrmacher, das heißt Gehäuseteile, Verbundteile, die von Swatch Group hergestellt werden. Andere Brands platzieren ihr Logo drauf. Mhm. Ja. 15% eben jetzt schon in den letzten Tagen nach unten. 16 Kurs-Gewinn-Verhältnis, sicherlich jetzt kein KGV-Schnäppchen, aber natürlich eben vom Standing und auch natürlich von der Unternehmenspositionierung sehr, sehr interessant. Ja, und kann man sich auch mal anschauen und noch ein bisschen abwarten, was so passiert. Absolut. Wenn man dann noch mal ein tieferes Niveau erwischt, umso besser, langfristig gesehen. Insofern genau. Auch ein Blick wert. Okay. Eben großes Credo an die Anlegerschaft ist, dass man jetzt die Augen offen hält, natürlich sich eine Shortlist macht, wo sind möglicherweise Schnäppchenkandidaten, interessante. Auf der anderen Seite auch nicht den Fehler macht, es zu unterschätzen. Es kann sicher vielleicht noch 8% in Summe innerhalb der nächsten 2 bis 3 Wochen korrigieren. Aber möglicherweise bei gewissen Einschätzungen kann es auch sein, dass wir schon wieder 6% oben sind. Mhm. Genau. Mhm. Ja, das werden wir immer erst hinterher wissen. Ne? Genau. Abschließend, wer ein bisschen Resistenz entwickeln möchte, könnte beispielsweise eben auf der Seitenlinie verharren, ein Stück weit aber vielleicht auch sich vorwagen. Wir haben zum Beispiel aggressive Picks, das ist ein Pipeline-Provider, EQS Midstream, 21% im Dollar momentan Dividendenrendite. Wer da großes Risikobudget und Appetit hat, sowas zu machen. Eine Tankstellenkette, die Sanocco, 11% Dividendenrendite, eher moderat. Oder ganz andere Ecke, ein REIT, Real Estate Investment Trust, Brookfield Property Trust,
auch moderat. Das sind jetzt aus dem S&P 500-Universum, aus dem US-Midcap-Bereich Picks, die man möglicherweise, die auch jetzt etwas günstiger wurden, nehmen kann, zusätzlich zu den eingangs erwähnten Blue Chips, Lufthansa, Delta, eine Swatch, aber auch eine Louis Vuitton, eine Kering, wo man sich mal anschauen könnte. Und die ETFs natürlich für die breitere Streuung. Absolut, ETFs. Ja. Wer gehebelt nach oben dabei sein möchte, der Leveraged DAX zum Beispiel eine Möglichkeit, logischerweise SMI-ETFs oder CSI 300 für Asien, für China, definitiv eine Möglichkeit. Ja, also sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Anleger da eigentlich immer haben. Ne? Man absolut. Muss nur die Augen offen halten und ein bisschen schauen, wo ein guter Einstiegszeitpunkt sein könnte. Genau. Ja, und für die abschließende Geschichte natürlich stay safe. Es ist so banal, es klingt das Einfachste auch für uns in Mitteleuropa, ein Stück weit ganz banale Handlungsempfehlungen zu befolgen und dieser Pandemie dann hoffentlich zu entgehen. Genau, ja, also wie im normalen Leben, ne? Gesunder Menschenverstand, absolut. Aber nicht in Hysterie verfallen und gewisse Handlungsweisen beherzigen. Ja, prima, ja, vielen Dank, Martin Raab. Das war eine richtig interessante Geschichte heute mal wieder. Vielen Dank für deine Einblicke. Und ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie hatten auch die ein oder andere interessante Idee oder einen Vorschlag bekommen. Und wir hoffen, dass Sie auch demnächst wieder bei uns einschalten, wenn dann hoffentlich ein weiteres Investment-Update mit Martin Raab ansteht. Vielen Dank. Vielen Dank, ja.